Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Bitte! Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam President! Bitte! Madam President! Madam President! Die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Bitte! Madam President! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! 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 Madam President! Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist, defekte Maschinen zu zerstören. Madam President! Bitte! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden Einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Das muss man wieder die ganzen Mexikaner im Land lassen. Damit die ganze Arbeit machen. Danke, aber ich kenne den Weg. Vielleicht, aber ich habe meine Befehle. Na, im Endeffekt misstraut mir schon zu sehr. A
Agent Plan 20 identifiziert. Connor, Android identifiziert. Agent 47 identifiziert. Scan abgeschlossen. Zugang autorisiert. Da ist ja alles, ist ein Dildo Tower. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Gleich geht's dir besser. Danke. Na komm, lass uns gehen. Nein, tut sie mir nicht! Lauf, 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 ich will. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht!
Ich hab nichts getan! Das hab ich getan! Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, weiter! Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Okay, gehen wir. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Sollte ein 2 Meter großer schwarzer Mann auffallen in der Nacht. Mit dem sneaken wir mal eben locker so durch. Als wenn man mit einem Leopardpanzer sich versteckt. Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Na toll. Das schaffen wir gar nicht. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre?
Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Erahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Lothar. Hörst du mich? Sie werden schließen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Das Offensichtliche ist es nie. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Er geht euch sofort. Oder wir eröffnen das Feuer. Bereit, Hand! Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? An alle Teams, nicht schießen!
Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepasst. Mist! Zurück, Connor! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling.